Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Runde Terraformers. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Wir sind dabei stehen geblieben, dass wir Handelsrouten haben. 7 Stück jetzt an der Zahl. Wir haben eine neue Stadt, Straßburg. Ich habe nachgeguckt, wie Straßburg geschrieben wird in der letzten Folge, falls ihr euch noch erinnern könnt. Und Plan ist es jetzt, hier Silikat und Wasser abzubauen. Genau, und dafür werden wir hier expandieren in Straßburg. Plan ist es hier eher, weil hier der Lebenskomfort nicht so hoch ist, Roboter aufzubauen und schnell zu expandieren und dann dieses hier aufzubauen, das Robotikzentrum, damit wir noch weiter expandieren können. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur einmal Roboter und dann können wir hier ordentlich expandieren. Das ist the plan. Und Plan ist auch noch hier in Straßburg ein neues Ökosystem mit, na, nun sag schon, mit Gewächshäusern und so weiter, also mit nahrungsproduzierenden Gebäuden aufzubauen. Und zwar das Ganze soll hier so in diesem Eck hier passieren. Genau. Das ist mein Plan für diese Ecke hier. Hier können wir natürlich nochmal 2 Energie ran schaffen, brauchen wir aber erstmal an sich nicht. Und jetzt müssen wir hoffen, dass wir diese Runde Roboter bekommen. Gut, hier erhalten wir erstmal Fauna. Hier brauchen wir einen Regen, das ist immer sehr kritisch. Aber nehmen wir ruhig mal das. Pflanzenverteiler wäre natürlich wichtig. Hier haben wir aber den Roboter-Hub, den wir wollten. Den müssen wir erstmal nehmen. Beziehungsweise wir könnten ja auch alles nehmen. Aber wir haben einen Pflanzenverteiler. Wir brauchen nur noch einen Tierverteiler, ne? Einen Tierverteiler haben wir noch nicht. Genau, der fehlt uns. Gut, dann bauen wir mal das Roboterzentrum. Und pro Roboter kriege ich ja hier auch nochmal eine Expansion mehr. Dadurch, dass ich 2 Roboter habe, kriege ich 2 Expansionen mehr. So, hier expandieren wir, hier expandieren wir. Was haben wir hier oben? Hier könnten wir Führungen machen. Können natürlich gucken, was da los ist, aber wir haben gerade einen Sandsturm hier, deswegen ist das nicht so nice. Hier oben haben wir nochmal eine Titanschicht. Könnten wir nochmal Titan abbauen und hier haben wir noch eine Wasserschicht. Können wir nochmal Wasser abbauen? Perfekt. Titan und hier bauen wir dann Wasser ab. Titan ist erstmal wichtiger abzubauen. Wasser bauen wir ab und das bauen wir ab. Da haben wir erstmal 3 Minen gebaut. Nächste Erweiterung fällt dann hier rauf, auf die Wasserschicht. Da können wir auch nochmal Wasser abbauen. Ja, das ist der Plan und alles, was wir hier mit Meeresspiegel und so, das werden wir dann mit diesen Projekten hier machen. Aber erstmal werde ich das den Erkundungssatelliten. Den kriegen wir ja dann schon übernächste Runde fertig. Dadurch, dass das ja jetzt so schnell geht, ne? Also das ist ja insane. Nächste Runde. Ja, dann können wir auch wieder Bakterien verteilen. Minus 30 Unterstützung. Also die Ansprüche steigen jetzt deutlich. Ihr seht's. Hier haben wir ein Projekt, was uns Wärme gibt. Aber so viel Silikat haben wir an sich auch gar nicht. Dann hätten wir hier ein Wohnmodul, was uns ja, viel Unterstützung gibt. Und eine Bevölkerung. Das wäre gut für unseren Standort in Brest. Und das wäre ein Nahrungsbooster nochmal. Ich würde aber erstmal die Unterstützung an sich nehmen. Da wir jetzt nochmal deutlich gesunken sind in der Unterstützung. Würde ich erstmal das hier bauen. Ach, wir haben gar nicht genug Titan. Na gut. Vielleicht kriegen wir hier durch genug Titan. Hätten wir jetzt genug Titan? Reicht uns 7? Ne, wir brauchen 10. Gut, dann müssen wir bis nächste Runde warten. Hier kriegen wir minus 2 pro Runde. Ist aber okay. Solange wir hier Wasser auch noch abbauen. Und hier kriegen wir plus 1 Energie pro Runde, plus 1 Atmosphäre pro Runde, plus 1 Wärme pro Runde.
Das würde ich auch nochmal hier bauen in Lyon. Denn hier kann ich auch nichts weiter an sich wirklich bauen, was so Sinn machen würde. So, dann haben wir schon plus 3 Wärme. Das heißt, wir sind in 5 Runden auf der nächsten Stufe. Und nochmal eine Atmosphäre plus. Da werden wir in der nächsten Runde dann schon auf Stufe 2 sogar. Kriegen wir auch nochmal ordentlich Unterstützung. Werdet da sehen, nächste Runde wird das nochmal hochgehen. So, dann haben wir den Pflanzenverteiler immer noch übrig. Wir wollen hier zum Titan nächste Runde. Bakterien könnten wir verteilen. Hier brauchen wir 0 Temperatur, hier brauchen wir minus 2. Immer den Sauerstoff boosten wäre eigentlich immer an sich Werfer. Könnten wir sogar hier verteilen, guck mal. Zack. Kriegen wir natürlich kein Prestige, weil das haben wir schon mal gebaut. Wir kriegen hier erst Prestige nochmal, wenn wir das in 3 Klimazonen. Ja, wenn wir das in 3 Klimazonen verbreitet haben. Und dann kriegen wir auch eine Unterstützung pro Runde. Nochmal. Für jede Prestigestufe. Gut. Dann brauchen wir Titan. Bauen wir aber jetzt ordentlich ab. Meine Handelsrouten wirklich beenden? Ach ja, tatsächlich. Ich habe ja hier schon die Handelsrouten fertig. Dann machen wir erstmal Tritium. Liefern wir dann erstmal ein. 200 Unterstützung für den Aufstieg auf Stufe 2. Und da sind wir jetzt auf 20 gestiegen. Ich weiß gar nicht, was wir davor hatten. Hier haben wir nochmal plus 3 Wissenschaft. Hier haben wir Unterstützung pro Runde. Das nehmen wir mal. Jetzt können wir auch noch einen Erkundungssatelliten freischalten, einen zweiten. Wo bringt uns denn Unterstützung pro Runde noch was? Haben wir ja hier schon ordentlich. Könnten hier nochmal ein Wohnmodul bauen. Dann hier die Unterstützung. Ja, machen wir so. Wir bauen das hier hin. Bauen hier nochmal ein modulares Wohnmodul, wollten wir ja machen. Und schauen dann mal, was wir hier noch so hinbauen. Hier kommt auf jeden Fall nochmal ein Gebäude hin, was uns Wohnung bringt. Theoretisch wäre das hier echt nice. Das würde nochmal plus 8 geben. Das würde sogar noch mehr geben. Das ist ein richtig gutes Gebäude für hier. Das nehmen wir. Da brauchen wir aber noch mehr Titan für. Das wir hier finden. Und hier können wir 2 Titan abbauen. Eine Mineralhöhle, okay. Können wir 2 Titan abbauen? Oder einmal den Standort. Ah ne, 6 Unterstützung pro Runde könnten wir auch bekommen. Also wir können uns hier entscheiden tatsächlich, was wir hier haben wollen. Dafür brauchen wir in Straßburg aber erstmal noch eine Erweiterung. Aber in Straßburg gehen wir ja nach Roboter-Hubs. Gut. In Brest wollte ich das bauen. 12 Unterstützung. Sehr schön, da sind wir jetzt mittlerweile auf 39. Gut. Dann können wir Titan hier einliefern. Wir haben aber nur eins. Ne, wir haben 3 nächste Runde, ne? 4 haben wir sogar. Stimmt, wir haben 4 nächste Runde. Ja. Und dann könnten wir noch gucken, wo wir noch vielleicht Titan irgendwo bekommen. Hier sind wir ja schon einmal um den Planeten rum. Meine Güte. Hier hätten wir auch noch ein großes Titan. Ich glaube, hier wäre ganz gut. Ah, schade, ich dachte, hier ist ein Standort. Wo kriegen wir dann nochmal eine gute Menge Titan her? Hier kriegen wir auch nochmal Titan. Und hier auch. Hier kriegen wir sogar noch eine große Menge Nitrat. Gehen wir mal hier hin.
So, gut. Dann wäre es das, glaube ich, für diese Runde. Was haben wir hier? Hier haben wir Pflanzenverbreiter, haben wir. Strahlenschutz planetenweit. Ist eine nice Sache. Oder drei Expansionen. Wir nehmen den Strahlenschutz planetenweit. Machen das zu Ende nächste Runde und dann fangen wir gleich damit an. Jetzt habe ich schon 8. Okay. Spielereignis. Was auch immer dieses Spielereignis immer ist. Dass hier oben irgendwas ist oder was auch immer. I don't know. Gut, wir wollen ja immer noch hier hin. Dafür brauchen wir noch eine Erweiterung. Da haben wir aber momentan noch nicht genug Titan wieder. Beziehungsweise müssten wir uns wieder irgendwo Titan herholen. Was wir natürlich machen könnten. Würde hier aber nur 5 Energie kosten, das ist teuer. 3 Energie, 3 Energie. Mittlerweile wird der Planet sehr unübersichtlich, muss ich es mal dazu sagen. Also falls ich jetzt hier ein bisschen hin und her scrolle, nehmt es mir nicht übel. Verzeiht es mir. So, die Marscher könnten wir jetzt bauen. Wir könnten uns aber auch einen neuen Standort suchen. Zum Beispiel hier nächste Runde dann. Wir gucken erstmal, ob wir ein Wohngebäude bekommen. Das ist so der Plan. Hier hätten wir 30 mehr Nahrung pro Runde. Und Bevölkerung und einen Roboter. Ich nehme mal das 30 mehr. Würde jetzt hier was überflutet werden? Nö, ne? Wird eigentlich nichts überflutet. Das hier ist flutet, okay. Aber da können wir ja einen Deich rumbauen. Dann wird der hier nächste Runde fertig. Dann könnten wir daran schon wieder arbeiten. Und dann sieht es mit dem Terraform richtig gut aus schon. Stufe 3 hatten wir dann hier auch bald erreicht. Hier hätten wir in 2 Runden Stufe 1 erreicht. Hier wollte ich hier rüber gehen. Hier ist ein Krater, das ist sehr gut. Da können wir nämlich dann hierhin expandieren. Brauchen wir aber alle benachbarten Standorte. Das können wir dann mit den Satelliten hier machen. Meeresstandort. Ist jetzt tatsächlich überflutet, ne? Gut, dann gucken wir nochmal in Brest. Ach, hier haben wir ja auch nochmal einen Expansionspunkt. Wir müssen aber erstmal überall, und das sehe ich gerade, wir müssen erstmal überall Deiche drum bauen, bevor wir das hier expandieren. Das werden wir dann machen. Bakterienverteiler. Damit wir unsere Bakterien noch schneller auf die Karte bekommen. Klimazone zu kalt. Hier haben wir schon welche. Klimazone zu kalt. Klimazone zu kalt. Zu kalt. Hier könnten wir sie verbreiten. Hier hätten wir nur keine Stadt. Dann bringt uns das nichts, ne? Ach doch, das ist egal, ob wir da eine Stadt haben oder nicht. Und das ist ja GG. Dann verbreiten wir die hier mal. Dann haben wir nämlich 3 Prestigepunkte, sehr gut. Und dann müssen wir erstmal einen Deich dann um alles rumbauen. Was kriegen wir hier? Unterstützung, Bevölkerung. Unterstützung nehmen wir mal nochmal. Strahlenschutz planetenweit. Gibt uns nochmal 5 Unterstützung. Und jetzt importieren wir hier erstmal
ganz viel, nee, importieren. 8 Stück, davon geben, was geben wir ab? Wovon haben wir viel? Wasser haben wir erstmal viel. Sieben haben wir nur. Okay. Ja, wir müssen erstmal überall einen Deich rumbauen. Wir sehen ja hier die Gefährdeten. Und bevor wir das hier abschließen, müssen wir erstmal überall hier einen Deich rumbauen. Ansonsten kommen wir nicht voran. Hier, das haben wir schon überspült. So, hier wollten wir ja uns ausbauen. Da kommen wir nochmal. Oh, hier haben wir sogar eine Klimazone mit einem Regen. Das ist auch nice. Gut, müssen wir erstmal alle umliegenden hier erkunden, damit wir hier in der Lavahöhle uns nochmal. Oh, die hat auch gute Werte. Die hat auch richtig gute Werte. Plus 5 durch den Strahlenschutz. Geil. Plus 2, plus 4, plus 1 ist gleich 5. Ach ne, kann die Strahlenbelastung von 5 nicht überschreiten. Okay. Geht nur maximal 5, deswegen wundert euch nicht. Wundert euch nicht so wie ich. Wie ich mich gewundert habe hier gerade. Gut, dann haben wir nämlich hier 2 Verteiler davon. Wir haben halt noch keinen Tierverteiler, das müssen wir dann in Angriff nehmen. Und die Deiche müssen wir in Angriff nehmen. Plus 100 Unterstützung, weil wir jetzt wo aufgestiegen sind? In Temperatur. Sehr schön. Sind wir bei plus 58. 2 Handelsrouten, ein Pflanzenverteiler nochmal. 3 Expansionen. Ja, nee, wir können momentan halt kein Titan ausgeben. Wenn wir die Wasserstufe nochmal erhöhen wollen, müssen wir erstmal jetzt, wie gesagt, überall einen Deich bauen. So, damit das erst bei 3 überflutet wird, sehen wir ja hier. Sehen wir noch einen Standort, der bei Wasseraufstieg überflutet wird? Nee, erstmal nicht. Das heißt, wir können den Wasser. Doch der hier. Aber hier will ich an sich nicht bauen. Und hier, wo ich bauen will, ist das auch kein Problem. Kristallhöhle, hier könnte ich Silikat abbauen. Oder Unterstützung pro Runde. Das sind halt auch immer sehr gute Gebäude. Gut, dann können wir das abbrechen. Und liefern jetzt hier das ein. So, dann ist das nächste Runde fertig. Und könnten jetzt schon die Lavahöhle hier besiedeln. Und noch eine neue Stadt heißt französische Städte. Ich muss jetzt nach französischen Städten tatsächlich googeln. Bordeaux, jawohl. Bordeaux ist. Welche Farbe haben wir noch nicht? Orange. Können wir hier nochmal irgendwie ein Viereck oder sonstiges aufbauen? Hier können wir immer nur alles Dreiecke aufbauen. 4 haben wir nicht wirklich an einer Stelle. Dann bauen wir uns hier erstmal hin. Bauen hier nochmal ein Unterstützungsgebäude hin. Und hier nochmal so ein Gebäude. Jetzt haben wir plus 84, also es läuft. Unterstützung ist da. Bordeaux, so, da könnten wir theoretisch, können wir theoretisch hier nochmal hingehen. Und könnten einen Aussichtsturm bauen und das gibt uns einen Lebenskomfort. Jetzt haben wir gerade plus 84. Jetzt haben wir plus 86. Lebenskomfort ist hier sowieso relativ hoch. Und dadurch boosten wir das einfach nur nochmal. Also hier ist eine relativ gute Klimazone. Auch hier ist eine insane gute Klimazone. Das heißt, hier werden wir dann auch als nächstes irgendwo hingehen. Also hier haben wir ja plus 1 Temperatur schon. Da fühlen sich dann unsere Bakterien sehr wohl. Und hier haben wir auch schon Wasser. Das heißt, wir können hier auch schon, also einen Regen. Das heißt, wir können hier auch schon einen Tundrawald bauen.
Oder wir bauen hier zum Beispiel einen alpiner Kieferwald, der uns auch nochmal Unterstützung bringt. Also, ja. Sieht richtig gut aus. Prestige? 5 Prestige bringt uns das. Und das bringt uns 3. Okay, das bringt uns nur 1. Guck mal. Und hier bringt uns jedes Prestige, bringt uns 5 Prestige anscheinend. Ja. Das heißt, hier, dann bei den 3 kriegen wir sogar schon 10 Prestige. Also das bringt hier sogar mehr Prestige als die Bakterien nur. Das ist auch good to know. Okay, nächste Runde. Was haben wir hier für ein Projekt? Hier kriegen wir auch noch mal mehr. Ja, nehmen wir doch ruhig mal. Mehr ist immer mehr. Oder so. Falls das irgendwie Sinn macht oder auch doch nicht. Man weiß es nicht. Diese Runde können wir noch mal weiter. Theoretisch hier hin, da würden wir Wasser und Titan kriegen. Aber ich will eigentlich für eine Stadt gehen, deswegen müssen wir entweder hier und hier hätten wir dann wahrscheinlich eine Möglichkeit. Der würde wahrscheinlich nur nach oben und vielleicht eins nach rechts gehen. Ah, schade, immer noch keine Stadt. Dann müssen wir als nächstes da mal hingehen. Und wir müssen auch noch unseren Pflanzenverteiler bauen. Den können wir dann zum Beispiel hier hinbauen. Je nachdem, ob wir dann ein Wohnmodul mal bekommen oder nicht. Gut, dann haben wir nächste Runde das hier fertig. Und können schon das beginnen. Jetzt haben wir auf einmal doch wieder 8. Warum auch immer. Nächste Runde, neuer Anführer. Oh, die kommt uns gerade gelegen. Ja, die hier kommt uns sehr gelegen, denn hier kostet auch der Bau von Pflanzenverteilern 40% weniger Nitrat. Die kommt uns gerade sehr, sehr gelegen. Plus 1 Lebenskomfort planetenweit. Und hier kriegen wir plus 2 Wissenschaft. Aber wir nehmen mal den Komfort. So, dann kriegen wir plus 30 mehr. Wir hatten ja auch schon alles geschützt, ne? Ah ne, wir müssen ja sowieso zweimal erhöhen, damit wir hier überhaupt darauf kommen. So, dann schicken wir das da rein und das hier. Jetzt haben wir nämlich auf einmal nur noch 7. Aber guckt mal, das kostet nur noch 14. Und vorher hat das insane viel gekostet. Ja, da hat das 21 oder so gekostet. 22, ne? Oder so. Das war ja insane. Gut, Erkundungssatellit. Können wir hier hin. Können wir hier hin. Okay, können wir uns hier gar nicht niederlassen? Ist hier gar keine Stadt? Doch, hier ist eine Stadt. Oh Gott sei Dank. Weil hier ist ein wichtiger Standort für uns. Ein ganz, ganz wichtiger. Ja, wir bräuchten tatsächlich jetzt mal Erweiterung. Ohne Erweiterung kommen wir jetzt hier nicht weiter, so wie es der Name schon sagt. Minus 36 Unterstützung ist fein. Pflanzenverteiler noch ein. Brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt so viel. Hier hätten wir noch mal Wasser. Dann könnten wir das Meer noch mal weiter steigen lassen. Brauchen wir sowieso 2 Runden für. Jo, die 10 Unterstützung pro Runde können wir jetzt doch mal endlich bauen, weil das dauert noch zu lange hier einfach. Hat er irgendwelche Nebenwirkungen? Nee, hat er nicht. Dann bauen wir den hier ganz am Rand. Oder hier hin. Hier hin. Kriegen wir nochmal plus 10 Unterstützung, ja. Gut. Ach, Quatsch. Ich will da nur zurückgehen. Bauen und zurückgehen. So, mein Gott. Manchmal ist die Steuerung hier aber auch. Nee, die Steuerung ist eigentlich ganz entspannt. Aber hier sehen wir, was wir alles schon gemacht haben. Alle Projekte, alle Weltraumprojekte. Hier sehen wir, was wir für eine Boosts haben.
Könnten natürlich auch eine Mine weghauen und dafür den Verteiler bauen. Geht auch, aber ich hoffe, dass wir einfach mal in der nächsten Runde jetzt ein bisschen Glück haben. Hier haben wir unseren nächsten Standort. Ja. Wir brauchen doch ein Wohnmodul. Ja, das bringt halt minus 3 Unterstützung. Fände ich halt nicht so nice. Aber bringt uns halt plus 2. Hoffe ich drauf, dass wir noch ein Wohnmodul bekommen. Oder nehme ich das? Ich nehme das jetzt einfach. Kein Bock auf Glücksspiel. Wenn jetzt hier keins kommt, dann müssen wir halt das nehmen. So, wir haben es ja. Können wir hier eine neue Stadt gründen. Die nennen wir Lille. Lille wird. Haben wir schon rot? Haben wir das hier schon? Was haben wir denn noch nicht? Rot haben wir. Doch, rot haben wir schon. Rot haben wir, lila haben wir, hellblau haben wir, grün haben wir, pink haben wir, orange haben wir. Ja, wir haben mittlerweile schon richtig viele Städte. Rot haben wir, orange haben wir. Das hier hatten wir noch nicht, blau. Und hier ist die Stadt Lille. Ja, baue ich wo? Hier. Machen wir hier hin. So, nächste Runde. Nächste Runde. Gut, was kriegen wir hier jetzt? Hier kriegen wir den Tierverteiler, finally. Und können uns aussuchen, ob wir die haben wollen oder die. Die können wir, glaube ich, schon auf jeden Fall bauen. Die bringen natürlich 14 Prestige, das wäre natürlich insane, aber da brauchen wir auch 2 Sauerstoff. Wohl, das hätten wir nächste Runde, 2 Sauerstoff. Aber noch in keiner Klimazone, glaube ich. Wir hätten, glaube ich, in keiner Klimazone 2 Sauerstoff. Doch hier. Dann nehmen wir die Pinguine. Dann können wir die Pinguine nehmen. Müssen wir natürlich den Pflanzenverteiler erstmal bauen. Aber den können wir an sich hier bauen. Bordeaux. In Bordeaux bauen wir hier ab. Bauen wir unser. Wo ist denn das ganze Essen hin? Ach, das habe ich ja ausgegeben. Für den neuen Standort, ich Dulli. Och no. I am stupid. I am stupid. Meeresspiegel anheben. So. I am stupid. Ja, da müssen wir noch ein bisschen länger warten. Ey, Leute, es wird nicht langweilig mit mir. Sagen wir es so, aber wir müssen noch ein bisschen warten. Müssen wir noch. Habt Geduld. Wir sind gleich soweit. Am besten, wir bauen noch mal Nitrat ab, oder? Obwohl, Nitrat haben wir genug. Wir haben eigentlich alles genug. Also es ist eigentlich vollkommen egal. Wir können einfach in neue Klimazonen wandern. Und dann halt. Hier sind sogar 2 Regen und 1 Temperatur. Das ist eine richtig geile Klimazone. Und mal gucken, was hier für eine Klimazone ist. Hier ist ein Sauerstoff. Minus ein Regen, okay. Und 0 Temperatur. Also auch hier könnten wir gleich Tiere verbreiten. Ja, sieht nice aus. Gefällt mir, gefällt mir. Hier könnten wir noch mal was auswählen. 1 Temperatur, 2 Regen. Das bringt uns 14 Prestige, das bringt uns 8. 3 Regen haben wir halt nirgends, deswegen nehmen wir mal das hier. Und dann muss ich warten. Ah ne, was können wir denn hier noch bauen? Okay. Ne, Nahrung brauchen wir jetzt gerade. Nehmen wir einfach mal das Gebäude hier. Wir brauchen halt ein Wohngebäude. Wo sind wir denn jetzt nochmal aufgestiegen? Ah, in Sauerstoff, stimmt. Hatte ich ja gesagt. 2 Expansionen. Ja, ich wurde erhört.
Ich wurde erhört. Let's go. Zwei Expansionen. Ist ja eigentlich Wumpe, wohin? Ja, hier macht es keinen Sinn. Da will ich eigentlich boosten. Hier, mach mal hier hin. So. Rein da. Zack, expandieren. Zack, expandieren. Verteiler. Tierverteiler. Hingebaut. So, jetzt wird hier mal verteilt. Das bringt uns 8 Prestige. Irgendwo kriegen wir das schon hin. Hier hin. Zack. Verteilen wir hier. Was haben wir hier verteilt überhaupt? Gemäßigter Wald. Sehr schön. Bringt 6 Unterstützung pro Runde, wenn da eine Stadt liegt. Haben wir. Und eine Atmosphäre und einen Sauerstoff. Sehr schön. Die Klimazone ist auch echt genial. Oh, guck mal, das sieht ja jetzt richtig cool aus. Also im Late Game, das wird ja richtig nice. Dann könnten wir ja diese Runde das schon schaffen, oder? Mit den Tieren, wenn wir die Pinguine irgendwo hinbauen können. Irgendwohin können wir die Pinguine hauen. Hierhin. So, und somit haben wir die Mission geschafft. Sehr gut. Also, am Ende der Folge dann doch noch geschafft. Glückwunsch, wo einst rostfarbene Wüsten waren, soweit das Auge reicht. Beherrschen nun üppige Wälder das Bild, die von Leben nur so wimmeln und deren Wurzeln sich tief in den Marsboden graben. Der Mars ist zur Heimat zahlloser Lebensformen geworden, ob groß oder klein, Bakterium oder Insekt, Säugetier oder Vogel, der rote Planet bietet ihnen allen ein Zuhause. Ein gewaltiger Triumphzug des Lebens. Ja, und auch das haben wir jetzt geschafft. Und wir sehen, dass wirklich Expansionen immens wichtig sind. Also wir müssen ja nicht mal eine Stadt haben in der Klimazone, sondern wir müssen einfach nur in der Klimazone an sich sein. Also Terraforming und Expansion sind, also nicht mal Expansion, sondern einfach erforschen, erkunden, ist extrem wichtig hier. Und wir waren auch schon fast einmal rum um den Planeten, das hatte ich auch noch nie. Heftig. Ja, und Unterstützung ist natürlich wichtig. Also Unterstützung muss man erstmal als Basis aufbauen. Ne, wir haben jetzt zwar hier auch insane viel Erwartungen gehabt. Und das wird natürlich nicht weniger in den schwierigen Leveln. Ich quatsch mal nicht so viel rum. Ja. Wir haben es wieder mal geschafft. Mit dem Terraforming des Planeten nachhaltig zu beginnen. Genau, wir haben also jetzt den nachhaltigen Weg genommen. Und, oh, das ist hier anscheinend buggy. Hier sieht man nicht, welche Stufen man aufsteigt. Aber auf jeden Fall haben wir eine Gesamtpunktzahl von 930. Sind jetzt auf Stufe 12 aufgestiegen. Sieht man jetzt hier nicht, weil das irgendwie buggt ist. Aber ist halt noch Early Access. Von daher solltet ihr das nicht allzu krumm nehmen. Das wird dann wahrscheinlich noch gefixt. Gut, wir haben 12 erreicht. Das heißt, uns wurde jetzt hier die Fähigkeitsstufe 10 Missionen freigeschalten. Beim nächsten Mal machen wir weiter, da wir jetzt hier bei Fähigkeitsstufe 1 durch sind, mit Fähigkeitsstufe 3. Und da schauen wir mal, welchen Weg wir hier wählen. Wir haben jetzt auch einen neuen Weg. Dazu aber mehr in der nächsten Folge in einem neuen Szenario Terraformers. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Danke euch fürs Zusehen. Wünsche euch einen schönen Tag und sage nunmehr ciao, ciao.